Auch gut. Necrochemie, kann ich die boosten? Shadow Boots, Light Armor. 4 Protection ist nicht so besonders. Evasion, aber Health und Vitality runter. Nee. So, machen wir uns mal wieder satt. Quick Save. Dosing Grim Cap. Na? Da war garantiert was in dem Raum drin, den ich gerade geöffnet hatte. Loading. Außerdem Dossing Grim Cap natürlich. Jetzt ist der Teleporter hier. Wow. Oh, da haben wir die Tür, haben wir jetzt noch eine Wand geöffnet. Ach, die Wand da. Damit haben wir das geöffnet. Frostcap normaler. Oh, die haben wir zurückgelassen, ja. Und Teleporter sind deaktiviert. Ice Magic. Was uns doch noch was gebracht hat. Oh, nebenbei. Nein. Squad of Revive können wir immer noch nicht. Einer von denen. Glacial Greaves Heavy Armor. Hä? Ja. Auf jeden Fall ein bisschen besser. Nomad Mittens. Du hast Warlock Gloves. Du hast solche, du hast solche. Was Shield. Das kommt auch ein bisschen spät. Das ist ein Riptide Spell. So, das können wir einfach essen. Gut. Was heißt, das haben wir auch erledigt? Hey. Wäre ich echt froh drüber. Gibt's so weit des Tages ein Eisleiser-Steak? So. Und noch ein Eisleiser-Steak. Das heißt, der Norden ist auch abgeschlossen. Und die Etherlands sind abgeschlossen. Way. Und Yggdrasil ist auch abgeschlossen. Und die Dreamfields sind abgeschlossen. Es fehlt nur noch ein Teil im Shadowlight Divide. Und die Underworld. Ja, flieg nur darum, wie du willst. Da haben wir Zeug, was wir noch brauchen könnten.
hier müsste ich die ganzen Schlüssel abgelegt haben, genau. Blunt Crushing Skill, Maces Skill. Oh, hier kann noch der Schlüssel dazu. Key of Dreams brauchen wir nämlich auch nicht mehr. Flash Freeze, ja. Das ganze Knochenzeugs da. Ich muss sagen, ich bin überrascht, dass ich das so gut durchgekriegt habe, ohne viel mit dem Bonecrafting gemacht zu haben, muss ich zugeben. Ja, da bin ich wieder nach noch einem Absturz. So, diesmal hat das Game Safe aber geklappt. Ja, diese Obsidian-Rüstung, ich frage mich echt, ob... man mit der was anfangen kann, wenn man das komplette Set hat. Weil ansonsten ist die viel zu schlecht, finde ich. Macht zwar viel Protection, aber erstens, naja, vom Gewicht her geht sie noch gerade. Ah, da ist die Glacial Armor irgendwie besser. Ich hätte auch noch die Dings, den Helm hätte ich glaube ich auch noch irgendwo rumliegen gesehen. Und die Rüstung weiß ich ja auch, wo sie war. Ich habe sie nur nicht mitgenommen. Egal. So. Ich war gerade am Überlegen, was ich jetzt machen soll. Ich habe zwei Möglichkeiten nur noch. Es gibt nur noch zwei Sachen zu tun, bevor wir uns weiter nach oben wagen zurück. Nämlich hierhin und hierhin, wenn wir da überhaupt reinkommen. Denke ich aber mal, weil man kann, glaube ich, hier runterfallen. Kann man hier reinfallen. Weil das haben wir gemacht. Wir haben hier endlich die Biester tot gekriegt. Da die Geister haben wir erwischt. Das hier fehlt uns noch. Das fehlt uns noch. Uns fehlt noch das ganze Fallen-Zeug. Davon gibt es zum Glück auch nicht mehr so viele. Auch nicht so viele. Einmal hier. Knopf East. Das wäre hier irgendwas gewesen, glaube ich. Aber ist egal. Wasserreserve. Ach so, das habe ich eingeplant, dass da Wasser ist. Ja, hier war kein Fallen. Hier war das eine Fallen. Im Palace. Kommen wir ja von hier und hier ran. Vom Geyer's Garden aus auch. Dann war hier ein Fallen. Hier ein Fallen. Schmiede Goldschlüssel. Geyer's Garden Teleport. Ja, vielleicht finde ich hier drin auch mal den Gold Key. Oder hier drin. Da war nur der Alchemist. Und hier war einmal Fallen. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Only the Fallen May Pass Rätsel. Den massiven Einsturz, den haben wir uns auch schon angeguckt gehabt. Ja. Also ja, wir müssen noch in die Underworld. Wir müssen noch einen Altar of Light finden. Und die ganzen Fallen-Sachen. Wahrscheinlich brauchen wir dafür die Fallen-Relics. Das würde er es erklären. Jetzt aber erst einmal transportieren. Das war kein Transportieren. Das ist Transportieren. Ein Tinted Arrow. Nein. Ja, ich werde jetzt die letztlichen 4 Minuten oder 5 Minuten, die ich noch von dieser Aufnahmesession habe, fürs Transportieren benutzen. Ich will nämlich wirklich gucken, dass ich... dass ich Dings kriege. Oder solche Weisheitssteine, die Punkte geben, dass ich ihr 2 Punkte geben kann im Fire Magic und den Rest gebe ich ihr in Dagger.
6 Punkte macht 33. Ja, das würde fast schon reichen. Nur ist die Sache mit dem Transmutation halt ein Glücksspiel. Aber ich kriege aus dem Mysterio auf jeden Fall diese Dinger raus, egal wie oft ich es probieren muss. Ich habe ja nur 4 Stück, das heißt, ich kriege 4 von diesen Dingern raus. Was Besseres gibt's eigentlich nicht. Und ich habe immer noch nicht herausgefunden, für was die Drachenstatue gut sein soll. Tempered Longsword? Nee. Einfach nur ein brennendes Langschwert, also ein glühendes Langschwert. Auch nicht unbedingt das, was wir brauchen. Amethyst bringt mir auch nichts. So. Ein Innovation Stone. Das bringt mir auch nichts. Wie gesagt, das ist reines Glücksspiel, aber ich weiß, dass wir diese Steine der Weißen rauskriegen. Den Hammer brauche ich mir gar nicht erst angucken. Wieder ein Amethyst. Weil so kriege ich auch die 4 Kilo für das Mystery-Ohr los. Kristallschädel, nein. Wie gesagt, ich mache das dann offscreen weiter und ich benutze die Dinger nicht, sondern ich bewahre sie auf, dass ihr auch ja sehen könnt, dass ich das richtig gemacht habe. Vielleicht kriege ich jetzt wenigstens noch einen, dass ich den, dass ich ihr Feuer verbessern kann, also maxen kann. Ah, das ist auch nicht schlecht. Dass ich jetzt gespeichert habe, weil jetzt habe ich mal den richtigen Zauber gespeichert. Da ist er ja, der Soulstone. Zwei Skill Points in Fire Magic und dann können wir ja ganz kurz gucken, wo ist er denn? Reforging Flames. Forging Flames ist der hier. Talisa magically recharge the egg can pulse can. Magic's Transmutation kann ich auch verändern. Bräuchte ich aber 50 Erdmagie. Also noch 4 Punkte nächstes Level ab, also. Ah, das haben wir ja fast. Sehr gut. Bei ihr dauert es halt noch ein bisschen. Aber ja, schön. Oh, das können wir auch mal wegtun. So sehr bringt es das nämlich nicht. So, genau. Secret Alchemist's Note? No, so far, create a weapon.
Ah, sehr schön. Das sagt mir nur, dass das Ohr etwas Nützliches transportiert werden kann. Buhu. Du mich auch. So, letzter Versuch, bevor ich einen Cut mache. Ja, gut. Du kannst transportiert werden. Ernsthaft? Ich kann ein... Ich habe das gerade in einem weiteren Spirit Blossom Runewand transportiert. In so ein Überding. Stärke, Vitalität und so weiter. Ja. Naja. Nee. Die 6 Punkte sind mir wichtiger. Aber gut, ich denke, wenn es geladen hat, mache ich erstmal einen Cut. So. Also, bis dann.